Ja, ich sitze hier mit unserem Coach Benjamin Eta. Die Donnerstagseinheit ist vorbei. Morgen ist noch eine kleine Einheit. Gib uns noch mal einen Eindruck, wie die ganze Trainingswoche bisher gelaufen ist nach der doch sehr enttäuschenden und ernüchternden 0:5 Niederlage gegen Teutonia. Ja, wir haben Montag viel aufgearbeitet, haben eine Videoanalyse gemacht, haben ein paar Dinge besprochen, grundsätzliche Dinge, die einfach wichtig sind. So, es gibt Tage, da spielst du nicht gut oder kommst nicht rein ins Spiel. Aber so wie das dann am Samstag war, darf es halt nie wieder vorkommen, sondern dass wir einfach klar warten, 100% und Einsatz und Kampf und Wille, den musst du immer haben, egal wie das Spiel läuft. Und das haben wir Montag sehr gut aufgearbeitet, haben dann Dienstag ein kurzfristiges Testspiel gemacht, um einfach nochmal in ein paar Abläufe reinzukommen, um ja, so ein Erfolgserlebnis dann auch zu haben, mal ein Tor zu schießen, mal in Führung zu gehen, ein Spiel zu gewinnen. Das war dann auch wichtig, unabhängig vom Gegner und unabhängig von, wie das Spiel dann schlussendlich gelaufen ist. Da war klar, dass da auch das eine oder andere noch nicht 100% passt, weil Gegner standen komplett tief, abgewartet, strömender Regen, all solche Sachen, die dazukommen. Aber wir sind zumindest da ein paar Sachen reingekommen, die einfach wichtig waren. Und da hat man heute im Training dann schon mal wieder ein ganz anderes Feuer gehabt, dass wir ja, einfach mutiger sind mit dem Ball, dass wir ja, ich will nicht zu viel verraten, was wir machen wollen, aber was wir machen müssen. Und davon haben wir dann heute in einer ja, guten Einheit dann schon mal gesehen. Und dann werden wir morgen noch mal in Kleinigkeiten drauf eingehen, sodass wir für Samstag gut vorbereitet sind gegen einen sehr ambitionierten Gegner, der auch mit einer Niederlage gestartet ist. Es ist eh Mannschaften, die, wenn ich jetzt Hannover nehme oder HSV, die letztes Jahr oben standen, alle schwer reingekommen sind in die Saison. Und ja, da werden zwei Mannschaften, die jetzt gerade 0 Punkte haben, aber auch nur 3 Punkte Rückstand auf den ersten, werden ja alles dafür tun, um am Wochenende. Worauf wird das denn am Samstag besonders ankommen? Ist Drochtersen der große Gegner oder eher die eigene mentale Verunsicherung, die da vielleicht nach der Niederlage gegen PSV, sprich das Außenpokal, jetzt gegen Teutonia? Also das ist egal, gegen welchen Gegner wir spielen, wir entscheiden das Spiel. So, und wenn wir so spielen wie letzte Woche, dann verlieren wir das Spiel. Und wenn wir so spielen, wie wir können, dann bin ich davon überzeugt, dass wir mindestens 1 Punkt holen, sondern oder eher sogar gewinnen, weil wir einfach eine hohe Qualität haben. Aber wir müssen das auf den Platz bringen. Und deswegen, Drochtersen ist, wie gesagt, einer der stärksten Gegner. Teutonia und Drochtersen habe ich ja auch auf Meisterschaft getippt mit uns. Das heißt, dass Oldenburg wird sich noch dazu gesellen. Das heißt, ja, das sind schon die Mannschaften, die am Ende um die Meisterschaft spielen können. Und von daher wird es, wie gesagt, kein leichtes Spiel. Aber ich bin davon überzeugt, dass, wenn wir unsere Leistung abrufen, dass wir sehr gute Chancen haben zu gewinnen. Und deswegen, ja, ist dann doch der eigene Kopf oder die eigene Stärke oder die Mentalität, die wir brauchen, um zu gewinnen. Hast du unter der Woche auch Einzelgespräche geführt mit den Spielern, um eine Rückmeldung zu bekommen, wie die Situation momentan so ein bisschen beurteilen? Also am Montag, muss ich ehrlich sein, habe ich erstmal einen langen Monolog gehalten. Aber klar, Einzelgespräche machen wir immer wieder und habe mir jetzt auch gerade die 3 Innenverteidiger noch mal kurz geschnappt, und wenn es dann nur eine Sache ist. Und ich bin, glaube ich, schon ein Trainer, der viel mit den einzelnen Spielern immer mal wieder redet, immer mal wieder was einwirft. Aber wir haben das mit Montag eigentlich auch abgehakt, so, weil es einfach, auch nicht viel war. Klar haben wir am Sonntag, haben sich viele Spieler bei mir noch mal gemeldet. Wir haben am Samstag nach dem Spiel noch mal kurz gesprochen und haben dann noch mal ihre Sache geschildert, woran es vielleicht lag. Also was ich auch halt eingefordert habe, dass sie sich melden. Ja, und wir schon alle die gleiche Sprache sprechen, dass wir einfach zu mutlos waren. Und wenn du zu mutlos bist und der Gegner gut ist und dann guten Fußball spielt, ja, dann geht es halt schnell in die andere Richtung. Und ja, und das müssen wir jetzt hinkriegen, dass wir da einfach mutiger sind. Und ich glaube, bin davon überzeugt, dass wir das zum Wochenende hinkriegen. Am Dienstag hatte ihr das Testspiel gegen Kropp. Da hatte sich Theo ja leider verletzt. Kannst du vielleicht mal was zur Kadersituation sagen? Also es war erstmal sehr unglückliche Situation, war nämlich eine sehr gut rausgespielte Situation, wofür Theo dann auch seinen Elfmeter gekriegt hat, ist leider auf die Schulter gefallen. Der wird uns wahrscheinlich jetzt am Wochenende nicht zur Verfügung stehen, ist aber nichts Schlimmes, also gebrochen ist nichts, sind einfach nur die Bänder beansprucht in der Schulter.
Dafür hat Heiko Martin Schmidt eine Halbzeit gespielt, was dann wichtig war nach seiner langen Verletzung. Hat man auch gemerkt, er braucht noch ein bisschen, bis er wieder reinkommt. Mhm. Aber das wird dann ja, auch relativ zügig gehen. Das heißt, er kann uns am Wochenende schon zur Verfügung stehen, theoretisch. Und es war einfach auch wichtig für Spieler wie Kelvin O'Gara oder Thies Richter, Dan Naichu, die zuletzt dann nicht ganz so viel gespielt haben, einfach dann auch nochmal wieder zu spielen, einfach Spielpraxis zu bekommen. Und, ja. Cool. Also zum Kader, Noel wird noch ein bisschen brauchen, Tom Martin wird noch ein bisschen brauchen und Licho wird noch ein bisschen länger brauchen. Aber so, dass wir eigentlich ja, zeitlich dann alle zusammen haben. Dann hoffen wir, dass sich morgen keiner verletzt und du mit dem Kader nach Trochtersen reisen kannst, mit denen du dir gerade die Gedanken machst, wie du ihn zusammenstellen wirst. Viel Erfolg. Dankeschön. Und dann sind wir mal gespannt, was hier in Trochtersen reist. Das sind wir alle und wir geben unser Bestes. Alles klar, danke dir. Perfekt.